Hallo zusammen, ich habe jetzt diese Hose, diese hier. Es ist eine Kinderhose, aber ich musste sie enger machen. Und dann bin ich am Boden unten gewesen und habe noch ein Schnittmuster gezeichnet. Und jetzt schmerzen mich die Nieren und ich bekam Morphium und wollte eigentlich nach draußen gehen, aber es ist mir unmöglich, jetzt nach draußen zu gehen. Ja, ich wollte mich einmal melden auf YouTube, deshalb starte ich dieses Video. Ich bin Franziska aus dem Pflegeheim, aus dem Seniorenzentrum, leider. Ich wäre gerne in einer Wohnung oder in einem Heim für jüngere Leute, aber die nehmen mich nicht. Ich habe eine chronifizierte Anorexie seit 41 Jahren, bin niereninsuffizient und habe Osteoporose und ja, das merke ich, ist auch nach oben gerutscht. Und jetzt liege ich hier da auf dem Bett und ich habe noch ein paar Schuhe verkauft, diese da, Sommerschuhe, die kommt noch jemand abholen heute und deshalb muss ich auch hier bleiben, weil ich nicht weiß, wann diese Person kommt. Ich habe sie mir über Facebook gekauft, über den Marketplace. Bin froh, weil ich habe diese doppelt bekommen, ich habe sie zweimal bezahlt und zweimal bekommen, aber nur einmal bestellt und es war ein Fehler unterlaufen und ich konnte es nicht mehr retour geben und ich bin jetzt froh, wenn ich sie los habe. Nun zur Sache, ich möchte eigentlich nicht über die Anorexie sprechen im Allgemeinen, aber ich möchte da sein für Leute, die mit Anorexie zu kämpfen haben, vor allem junge Leute, die noch am Anfang sind oder in der Mitte sind oder auf dem Recovery sind. Ich möchte euch Ratschläge geben, wenn es geht, euch unterstützen dabei und einfach für euch da sein. Bei mir ist es chronifiziert. Ich kann eigentlich nichts mehr machen, wie das Beste aus meinen Tagen, die ich noch habe, rauszuholen aus dem Leben, das ich noch habe, das ist, wie sagt man, dem lebenswert und ja, ich weiß den Ausdruck jetzt nicht, aber es ist ja egal. Ich möchte einfach, dass ich Freude habe an jedem Tag und ich habe Freude jeden Tag, an dem ich leben darf und ich werde schauen, dass ich noch in ein anderes Heim gehen kann oder sogar in eine Wohnung, das wäre mir noch lieber, weil hier im Pflegeheim bin ich jetzt schon 6 Jahre und das ist nicht der Ort, an dem man mit meinem Alter hingeht. Das sind Leute, die dement sind hier, krank und schwer kranke Leute, alte Menschen und ich gehöre einfach nicht hierhin. Es hat eine Palliativabteilung, aber ich bin nicht dort oben. Ich gehörte eigentlich dorthin, aber sie wollen mich dort nicht, weil ich keinen Krebs habe. Ich passe nicht ins Krankheitsbild von einer Palliativstation und muss deshalb mit den alten Leuten hier zurechtkommen. Ich stehe jeden Morgen um 4 Uhr auf, damit ich um 4:30 Uhr duschen kann, damit ich nicht mit den alten Menschen zusammen duschen muss, weil das kann ich nicht. Ich brauche erstens eine saubere Dusche, ich habe keine eigene Dusche im Zimmer, ich muss sie teilen mit 11 anderen Bewohnern und diese sind alle dement und alt, brauchen Hilfe und ich möchte denen nicht begegnen in der Dusche, ich möchte mich so gut wie möglich im Rücklicht halten, also für mich sein in meinem Zimmer und nicht draußen bei den alten Leuten, die im Stübli sind und vor sich hinsaufen. Und nein, das geht einfach nicht, das kann ich nicht. Und auch
Sie haben auch ein breites Angebot an Aktivitäten, aber es ist für Kinder. Das kann ich nicht. Ich nähe selber. Ich habe hier eine Nähmaschine, und nähe selber. Ich bekomme Stoff von meiner Freundin und auch Fäden und das Zubehör. Es ist ein wirklich schönes, ja, es ist ein schönes Geschenk von ihr, das sie mir jetzt noch bereitet. Und ich werde jetzt meine Mode selber machen, weil die Mode, die jetzt im Moment in den Läden ist oder wieder kommen wird, weil die Läden sind ja jetzt geschlossen wegen dem Lockdown. Aber was ich sehe von den Online-Shops, sind die Moden nicht für mich bestimmt. Das ist für Jugendliche und da fühle ich mich jetzt auch wieder nicht. Also nicht, ich passe einfach nicht in diese Mode rein. So Schlabbermode, das geht für mich nicht. Und vielleicht bin ich heute schlabbig angezogen, das kann sein, mag sein, aber ich gebe mir sonst Mühe, dass ich nicht schlabbig aussehe. Aber da ich heute den größten Teil im Bett verbringe, kann es ja schon mal vorkommen, dass es etwas Bequemeres ist als sonst, ja. Ich hoffe, ich kann euch erreichen und ihr habt Fragen an mich. Ich bin offen für alle Fragen und für alle, die mich zur Hilfe brauchen. Ich möchte da sein für euch. Ich möchte das als meine Aufgabe sehen, dass ich euch helfen kann. Und ich lade das jetzt mal hoch und schaue, was ihr für Rückmeldungen bringt. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Ciao zusammen. Ich heiße übrigens Franziska, wenn ich es nicht schon erwähnt habe. Bye.